Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe lieber zurück. Ja, ich musste noch allerlei Sachen machen. Ich musste ein Pärchen, also ein Kumpelinenpärchen quasi dazu bringen, dass sie jetzt einfach miteinander ausgehen und so. Ducky ist jetzt hier. Ich bin froh, dass Ducky mitfeiert. Hey, Ducky, wie fühlst du dich? Ja, wundervoll, dank dir. Geh, amüsier dich, hast es verdient. Und dieser Bergarbeiter ist jetzt nicht mehr allein hier. Typhon ist nicht normal. Es war ein Fehler herzuziehen. Und ich dachte, würde vielleicht jetzt mit Ducky ein nettes Gespräch haben. Okay, ich denke, es lief echt gut, als ich Steph meine Rose gegeben habe. Was hat sie denn mal gesagt? Fuck, Alter. Oh. Sie hat mir eine Rose geschenkt. Leg dich mal lieber ins Zeug, Gingrich. Ah ja, richtig. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Tag vergeht, an dem Ryan nicht jemandem hilft. Hey! Hey! Gerade rechtzeitig. Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Dein Ich hab's Ernst? Mir gedacht. Das ist ja mega! Krass! Und wer noch? Nur sie? Oh nee, Alex. Steph? Wer spielt sonst noch? Uh-oh. Ich hasse euch beide. Der Wir Cut. Wollten nicht, dass du kneifst. Wer hat denn hier was von Kneifen gesagt? Niemand. Aber nur weil du nicht die Chance dazu hattest. Das wird so krass. Glaub mir. Oh. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... jedenfalls... Sorry, wenn's kacke ist. Ich glaube, ich wäre auch so... ich würde das auch so ausdrücken. Fuck it. Da freut sich jemand. Krass. Alex hat's richtig drauf. Oh. Was ist mit Charlotte jetzt los? Habe ich hier doch was Schlechtes damit getan? Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See meine ich. Weiß nicht.
Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Was habe ich mit ihr gemacht? Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Oh, wir müssen das wieder rückgängig machen, wenn es irgendwie geht. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Es tut mir leid. Charlotte, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich wollte echt nicht, dass es so weit kommt. Ich auch nicht. Ist sie überhaupt noch Charlotte? War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Ich habe das Gefühl, ich habe das nur noch schlimmer gemacht. Hey, können wir uns auf dem Dach treffen? Klar. Das war der Hammer. Okay. Ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Das war mal was anderes. Steph, Alex, bravo. Wow, wow, wow. Danke, Leute. Wir hatten irre viel Spaß. Ich habe einen Star live gesehen, sagt Ryan. Klingt, als würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. Oh ja. Das klingt... Naja. Als ob uns da was erwarten würde und so, ne? Ich mache mir sehr Sorgen um Charlotte. Ich weiß aber nicht, ob wir da noch was machen können. Ich meine, die Apotheke hat geschlossen und ich bin mir nicht sicher, wo sie ist. Ich laufe wahrscheinlich nur sinnlos durch die Gegend rum und ich versuche sie zu finden. Das Festival ist echt cool, aber ich sollte jetzt vielleicht lieber aufs Dach gehen. Okay, das heißt, einfach auf dem Dach der Black Lantern. Okay. Na gut, machen wir's. Wenn ich was übersehen habe, dann ist es halt so. Jetzt kann ich die Treppe hochgehen. Wir gucken uns noch unser Zimmer an. Da haben wir noch nicht wirklich uns umgeschaut. Oh, wir sind schon auf dem Dach. Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Ist das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Freut mich sehr für dich. Alter, Steph, das ist so cool. Ich freue mich so für dich. Meld dich hin und wieder mal. Denkst du wirklich, du wirst mich so schnell los? Komm schon, Chen. Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Du wählst. Berlin? Ocean, Salem,
Naja, als Deutscher kennt man Berlin schon sehr gut. Also, entweder Ocean oder Salem. Which you were here. Wow, beste Idee. Okay, erzähl mir von meinem Leben auf dem offenen Meer. Meereslabor oder Kreuzfahrtschiff? Kreuzfahrtschiff klingt zu üblich. Mach Meereslabor. Du könntest einen Job in einem Unterwasserlabor annehmen. Vielleicht als Chefingenieurin für Unterwasserakustik. Das musst du mir genau erklären. Überleg mal. Die Töne, die man da unten einfangen könnte, wären echt einzigartig. Ich erfinde ein völlig neues Genre. Deepcore. Wetstep. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Dann komm mit mir. Auf den Ozean? Klar. Warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an. Oder, ich weiß nicht, Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Hör mal, ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ja. Da hat sie einen Punkt erwischt. Ich meine, ich mag dich. Wirklich sehr. Alex, du bist mir echt krass wichtig. Ja. Einfach den Mund halten. Küss mich. Küss mich, küss mich, küss mich. Du musst dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Man sieht sich, Steph. Ich meine, beim Dach hat man es ja schon geahnt, das Ganze, wie das sich weiterentwickeln wird. Und die Bestätigung war spätestens da, als die Musik gekommen ist. Aber ich kann den Reiz verstehen von... Hey, Gabe. Einer Tour. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube... Ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist da nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich... Ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen.
Und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Muss noch mit Typhon abschließen. Vorher wird sie nirgendwo hingehen. Okay, jetzt gehen wir. Die Musik ist, glaube ich, zu Ende. Oh. Check falsch, sie war nicht zu Ende. Naja, dann müsst ihr mich wenigstens nicht anstarren, wie ich 5 Minuten lang einfach nur die Musik anhöre. Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Pike, was ist los? Ihr geheimer Plan? Die Vertuschung? Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex? Mach's nicht kompliziert. Shit. Was ist mit ihm los? Ist es das Problem, dass er in Diane verknallt ist? So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Nein, danke. Gerade nicht. Aber danke. Mag keinen Kaffee. Ja, denn er ist sowieso alle. Pike, warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Ach ja, richtig. Wovon redest du, verdammt? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Warum nicht? Was meinst du? Warum nicht? Naja, erstens bräuchte ich eine Vollmacht. Und zweitens, der Fall ist abgeschlossen.
Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Befehl von wem? Was heißt, der Befehl ist heute gekommen? Von wem? Ganz oben. Boss des Bosses des Bosses. Nicht mein Job, das zu wissen. Hör mal. Was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Ich habe dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht, aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Und ehrlich. Weißt du was? Scheiß auf Diane. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein Witz. Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Ach, sie ist wütend, ja. Mhm. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Ist das jetzt eine... Bedeutet das nicht, sie ist schuldig? Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike. Selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du sollst es tun. Natürlich sagt er das. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Alex, bitte, komm. Unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine ich Wahl. Ich sagte nein. Nein ist keine Option. Er hat Angst. Er weiß Wovor etwas hast davon. Du solche Angst? Er weiß etwas davon. Sind die Polizisten auch korrupt in dem Sinne? Schau es dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Alex, bitte. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Dann hilf mir doch, verdammt. Ein Deal. Der gleiche wie bei Charlotte. Scheiße. Typhon Minengesellschaft. Verzichtserklärung. Die Typhon Minengesellschaft, hiernach bezeichnet als Entlastet, erklärt sich bereit, alle Anklagen gegen Alexandra Chen, hiernach bezeichnet als Entlastet, fallen zu lassen. Anklagepunkte, die fallen gelassen werden... Anklagepunkt wegen Computerkriminalität, Anklagepunkt wegen Diebstahl. Im Austausch muss die Entlastete alle Bemühungen, den Entlaster zu diffamieren, zu beobachten oder ihm anderweitig zu schaden unterlassen. Unterschrift der Entlasteten. Zeugedatum. Natürlich, es ist einfach... Es wäre einfach zu einfach, wenn es einfach so gegangen wäre.
Typhon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung, Person Chen Alexandra, feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung, Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die vorausgesehene Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Einschreiten erforderlich. H plus B. Privatdetektiv. Person Alexandra Chen. Art der Ermittlung. War das die eine, die uns fotografiert hat auf der Straße? Art der Ermittlung, Bedrohungseinstufung, Observationsdaten 1. Mai bis 25. Mai. Ermittlungszusammenfassung. 1. Mai begann mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit McLauden. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucan identifiziert wurde. Wenig Bemerkenswertes zu berichten. 13.05. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung. Wi-Fi-Überwachung enthüllte Suchen nach Typhons Geschichte und Aufzeichnung zu Gerichtsverfahren. Person traf sich mit Klient in der Black Lantern und unterhielt sich. Es scheint, als habe die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen. Typhon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung Ryan Lucan. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Enger Freund Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung unterstützt Alexandra Chen in ihren Bemühungen gegen Typhon. Involviert in einen Unfall und extrem außer sich deswegen. Person kennt sich sehr gut mit der Geografie und den Einwohnern von Haven aus. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Und jetzt wird Steph auch noch kommen. Typhon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung Stephanie Gindrich. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Enger Freund Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Unterstützt Alexandra Chen in ihren Bemühungen, hat sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Priorität der Bedrohung 2. Sofortiges Einschreiten empfohlen. Das heißt, sie bedenken, dass Alex und Ryan gefährlicher sind als als Steph? Yep. Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Hä? Dass Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, einer Armee aus Anwälten und wer weiß wie vielen Politikern in der Tasche, einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen! Ich hatte auf Gerechtigkeit gehofft. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Bist du nicht ein verdammter Deputy? Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Es ist eine Entscheidung. Fuck. Ich will nicht. Ich will dieses scheiß Dokument nicht unterschreiben. Ich will nicht, dass Steph und Ryan etwas passiert, wie Alex schon gesagt hat, aber...
Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze ruhen bleibt, wenn ich unterschreibe. Oder? Das hört doch nicht einfach auf. Nein. Soll ich verflucht sein dafür, aber ich gehe das Risiko ein. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Gabe, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße, scheiße, scheiße. Zieh einfach den Kopf weg. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Es stimmt nicht. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Wenn nicht für mich, dann für Gabe. Bitte. Fuck. Ich denk darüber nach. Danke. Ich habe ja schon das zweite Mal mit den Emotionen an der Vision gespielt. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Sollte das nicht vertraulich sein? Wie haben die das gewusst, dass ich es jetzt gestohlen habe? Wir haben es doch niemandem gesagt.